Ach ja, Mensch, das ist sehr gut, um stehen zu bleiben, kleiner Mann. Was machst du, Digga? Du chillst einfach, gell? Oder was ich auch gesehen habe, durch den lieben Osan 089. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass ich ihn wirklich persönlich kenne. Was ist das, Digga? An Lotus, dieser Evora oder wie der heißt, Bruder. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Letztes Video haben wir genau hier auch angefangen, nur wo halt wieder einmal typisch Münchenwetter war. Und heute sehr, sehr untypisch für die Stadt. Wir sehen wieder die Sonne nach, ich glaube, 3 Wochen. Vielleicht ist es irgendeinem auch aufgefallen, dass letzte Woche kein Video kam. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Es schifft in München seit Tagen. Also wirklich nicht normal. Die gesamte letzte Woche. Also ihr müsst euch vorstellen, als ich das für euch jetzt letzte Video aufgenommen habe. Das war ja an einem Dienstag, glaube ich. Ich glaube Dienstag oder Mittwoch, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat seitdem bis Donnerstag nächste Woche durchgeregnet. Aber ja, deswegen kam kein Video, weil ich, Bruder, ich konnte halt ohne Spaß nicht fahren. Also jetzt wirklich no joke. Ich fahre mit dem Bike wirklich bei schlechtem Wetter. Und auch wenn es kalt ist und nass ist. Aber es hat so geschifft die ganze Zeit, dass ich hatte dann auch gar keinen Bock mehr, ein Motorrad zu fahren. Also wirklich, ich war dann so kurz davor zu sagen, Bruder, scheiß auf alles, Digga, ich kaufe mir wieder ein Auto. Ansonsten kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen, es könnte sein, dass es von einem auf den anderen Tag keine Videos mehr mit dem Bike gibt. Das liegt daran, dass ich ganz ehrlich glaube, das Bike macht nicht mehr lang mit. Es klappert immer mehr. Mit jedem Tag klappert es mehr rum. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es halt wirklich immer fahre. Ob kalt, warm, hin und her. Ich fahre damit. Oder ob es einfach am Alter liegt. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht auch einfach, die Inspektion steht ja schon längst an. Die große mit Zündkerze und alles. Ich weiß nicht, ob das irgendwas retten wird. Aber ich kann es euch mal vielleicht zeigen. Ich weiß nicht, ob man es hören wird. Es ist auf jeden Fall so ein Klicken, wenn ich Gas gebe, dann gehe ich vom Gas runter, aber gehe nicht in Leerlauf, dann klappert das manchmal. Die Jacke war zu viel. Es ist wirklich für so eine normale Jacke, ist es schon eigentlich zu warm aktuell. Das auch, Digga, dieses Wetter in München. Gestern musste ich noch mit der Winterjacke rumrennen, jetzt könnte ich rein theoretisch auch einfach nur in irgendeinem Hoodie rumlaufen. Es macht einen so kaputt. Ach, was mir letztens übrigens passiert ist, ich habe mein Auto wieder gesehen. Also den guten alten Opel. Das Lustige ist, er hat das Kennzeichen halt noch gleich gelassen. Also er hat einfach Kennzeichen behalten, passt schon. Und mir ist es erst später aufgefallen und das super coole dran ist, ich habe bis jetzt nur Wunschkennzeichen gehabt und ich nummeriere die einfach immer durch. Mein allererstes Kennzeichen war von meinem Honda, den meine Mutter aktuell fährt. Ach ja, Mensch, das ist sehr gut, um stehen zu bleiben, kleiner Mann. Mein erstes Kennzeichen war von meinem allerersten Auto, ein Honda Civic. Danach habe ich das Motorrad bekommen und ich habe einfach exakt das gleiche Kennzeichen genommen, nur am Ende anstatt der 5 eine 6 draufgehauen. Dann habe ich den Opel bekommen, am Ende anstatt der 6 wollte ich eine 7, war schon vergeben, also habe ich eine 8 gemacht. Also man sieht, sobald die Fahrzeuge irgendwie nebeneinander stehen, man sieht halt sofort, das gehört alles einer Person, weil wie unwahrscheinlich ist das bitte? Und wir standen dann so zu dritt an der Ampel und ich habe halt nicht gecheckt, dass das mein Opel ist, der rechts neben mir steht. Aber dann meine Mutter hat irgendwie umgedreht, ich bin geradeaus weitergefahren, dann gibt der Typ da Vollgas im Opel und dann sehe ich so das Kennzeichen, ich so, ja, das ist der Typ, der mein Auto gekauft hat. Auspuff hört sich okay an jetzt. Hört sich nicht mal an wie Formel 1 Wagen, muss man nicht sagen. Da ist ja der V8. Ich versuche echt, dass ihr das hört vom Motorrad, aber es ist halt schwer, weil der Auspuff ist halt auch laut so. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen ruhiger, weil es nervt mich halt schon heftig. Mann, ich habe mich schon umgeschaut, gibt schon ein paar nice Bikes. Ich bin jetzt auch hin und her gerissen, ob ich wirklich noch eine Supersportler holen soll, weil sie halt für meine Zwecke, jemand, der halt daily ein Motorrad fährt, so, ist es halt komplett dumm. So eine Naked oder einfach ein Cruiser oder irgendwas würde halt viel, viel, viel mehr Sinn machen, weil es bequem ist. Ich schätze mal, den Motor muss man nicht so hoch drehen lassen, wobei man sagen muss, auch bei einer Supersportler im normalen Straßenverkehr, Bruder, ich weiß nicht, ob du da jemals über 3000 Umdrehungen fahren wirst. Bei der ist halt das Problem, wenn ich in der Früh auf den Ring muss, es ist brutal kalt, Motor null warm und ich muss den auf 6000 Umdrehungen hochballen, damit ich auf dem Ring mitfließen kann, so. Wundert mich nicht, dass der Motor irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr. Was machst du, Digga? Chillst einfach, gell? Aber ja, ich habe mich jetzt auch nach ein paar Nakeds dann umgeschaut, also die Z ist halt
Eine Z ist halt eine Z. Was macht der Digi? Ist wie ein LKW ausholen oder was? Eine Z ist halt eine Z, wäre schon sehr frisch. Aber auch einfach eine CBF von Honda oder eine GSX heißt die, glaube ich, nur. Oder GSR von Suzuki. Sie sehen halt alle wirklich okay aus, würde ich einfach sagen. Supersportler ist halt Supersportler. Wo ich mir dann aber halt auch denke, wenn ich jetzt eine Supersportler habe, eine 600er, 120, schieß mich tot PS, die wird halt auch null gefordert im normalen Straßenverkehr. Die kann ich dann halt auch daily eigentlich fahren. Weil Bruder, wann werde ich mit der über 4.000, 5.000 Umdrehungen kommen? Boah, ein Glück fahre ich Bike. Ein Glück fahre ich mit dem Bike. Oder was ich auch gesehen habe, durch den lieben Osan 089. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, dass ich ihn wirklich persönlich kenne. Einfach eine Hornet zu holen, die sieht halt auch okay aus. Ist wirklich für den Preis super. Bin euch ehrlich, sogar diese 30 PS, wenn man normal fährt, reicht sogar die 250er in der Stadt locker aus. Locker, locker, locker. Autobahn, Landstraße, müssen wir nicht drüber reden, dass man da komplett abstinkt. Aber in der Stadt, Bruder, du kommst auch hiermit zurecht. Also selbst wenn ich dann nur 60 PS auf einem Bike habe, das ist halt so gefühlt AMG-Leistung. Deswegen, ich bin mir sehr, sehr, sehr unsicher, wie es in Zukunft weitergeht. Wenn es wirklich so wäre, dass die Kleine hier kaputt ist, dass ich mir einfach irgendwas hole für 2,25, Digga. Dass es mir die und vielleicht nächste Saison noch hält und mir dann halt was Anständiges schnappt. Aber ich muss, wie gesagt, es hängt alles davon ab, was die kleine Kawasaki hier jetzt macht. Jetzt zum Beispiel macht sie gar keine Faxen. Könnte auch sein, dass es einfach da liegt, wenn es kalt ist, dass sie keinen Bock hat zu fahren. Was auch verständlich wäre, weil ich habe auch keinen Bock zu fahren, wenn es kalt ist. Jetzt ist es halt echt weird, Mann. Ganz weird. Ich glaube, es liegt schon... Ich hoffe, es liegt halt wirklich nur an der Kälte dann. Und dass sie jetzt bei normalen Temperaturen, nenne ich es mal, ganz normal fährt. Weil jetzt macht jetzt null Faxen. Sie hat anfangs Faxen gemacht, als wir gestartet sind, wo halt noch alles kalt war, Motor noch nicht warm, Öl nicht temperaturreicht. Aber jetzt, wo wahrscheinlich alles langsam auf Temperatur ist... Was ist das, Digga? Ein Lotus, dieser Evora oder wie der heißt, Bruder. Brutal hübsches Auto. Aber ja, YouTube, ich glaube, wir hören jetzt auf, wenn es am schönsten ist. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, Freunden zeigen, Familie zeigen und so weiter. Und wenn es euch nicht gefallen hat, müsst ihr einen Arzt aufsuchen, der mal schaut, was nicht richtig bei euch läuft im Leben. Genießt das schöne Wetter, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, ja.